Gut einen Monat nach dem Wirbelsturm Matthew ist die Lage in Haiti weiterhin katastrophal. In den stark betroffenen Gebieten droht Hungersnot. Dazu breitet sich die Cholera aus. 1,4 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Unter dem Slogan »Wir helfen Haiti« leisten die Deutsche Bahn Stiftung und das Kinderhilfswerk NPH gemeinsam mit dem Logistikspezialisten DB Schenker Hilfe. Zusammen mit 7 weiteren Organisationen bringen die Partner 73 Tonnen Hilfsgüter im Wert von rund 350.000 Euro in die zerstörten Gebiete. Das Signal ist, wir helfen, wir sind da. Das Unglück ist schon einige Wochen her, aber trotzdem wird Hilfe noch gebraucht. Und das ist jetzt die richtige Botschaft, auch über den halben Erdball hinweg zu sagen, jawohl, wir wollen weiterhelfen, wir können das. Ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de soutien psychologique. Ils ont besoin de matériel pour arriver à vivre tous les jours. Donc ils ont besoin d'eau potable. Ils ont besoin de nourriture. Donc la liste peut être très longue. Die Deutsche Bahn Stiftung hilft nicht nur mit Geld, sondern auch mit Kompetenz. Um die Logistik des Transports kümmern sich die Spezialisten von DB Schenker. Über 14.000 Einzelpakete der verschiedenen Hilfsorganisationen, gefüllt mit Zelten, Medikamenten, Wasserfiltern, aber auch Kinderkleidung, werden im DB Schenker Eurohub am Frankfurter Flughafen zusammengezogen. Im Endeffekt ist es zwar die gleiche Arbeit, aber es ist was Besonderes, an so einer wichtigen Aktion teilzunehmen. Und da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass wir da immer wieder ausgewählt werden für. Ganze Paletten müssen erst durchleuchtet und dann als Luftfracht sicher verpackt werden. Aufwendige Arbeitsschritte für die Mitarbeiter vor Ort. Bis zu 300 Mannstunden sind nötig, um den Transport vorzubereiten. Wir sind in einer hervorragenden Position, helfen zu können. Wir können Güter von einem Ende der Welt sehr schnell zum anderen bewegen. Die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt noch als i-Tüpfelchen obendrauf. Das ist einfach was ganz Besonderes, im Rahmen einer Hilfsaktion tatsächlich selber mitwirken zu können und zu wissen, wenn ich diese Palette lade, wenn ich diese Palette sichere, dann kommt tatsächlich Hilfe zu Menschen, die in einer Krise Hilfe benötigen. Mehr als 10 Stunden ist das von DB Schenker gecharterte Flugzeug von Frankfurt am Main nach Port-au-Prince auf Haiti unterwegs. Dort werden die Hilfsgüter dringend erwartet, um sie weiterverteilen zu können. Die Deutsche Bahn Stiftung und ihre Partner möchten mit ihrer schnellen und unkomplizierten Hilfe ein Zeichen der Hoffnung senden.